Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Muss mir ausnutzen, dass die Server funktionieren, deswegen habe ich heute ja mal gleich wieder mich hier ans Joypad begeben und werde meine Runde spielen. Jetzt sind wir hier schon bei Folge 9 angekommen. Ich habe ja ein bisschen was übersprungen, wir sind ja aktuell immer noch in der Online-Season in Liga 1 und versuchen unser Möglichstes, die Liga zu halten, was klappen könnte. Mal schauen. Gestern sah meine Mannschaft ja noch so aus, dass ich mir Dante IF hatte, IF gekauft hatte. Jetzt sieht man es hier schon. Ich habe jetzt hier nämlich auch, gestern mir noch gesagt, ist mir zu teuer, heute habe ich ihn schon in der Mannschaft drin, mir Toni Kroos als IF-Spieler gegönnt. Ich erkläre euch gleich, wie ich das gemacht habe. Und ich habe jetzt auch einfach mal den Reus hier vorne mir gekauft für Podolski. Ich will ja mal schauen, ob diese Umstellung ein bisschen was bringt. Reus ist ein kleines bisschen schneller als Podolski, dafür nicht ganz so kopfballstark. Wir gucken mal, ob das was bringt. Also einfach mal testweise. Wie habe ich das gemacht? Ja, den Groß mit zu leisten. Und zwar habe ich ein paar Packs gezogen und... Moment, hier wollte ich es zeigen. Ein paar Packs gezogen und... Trarara... Hatte ich Aguero gezogen und den auch gleich wieder weiterverkauft. 162.000 habe ich für den bekommen. Das hat mir locker ausgereicht, um mir Toni Groß dann zu kaufen. Das habe ich dann noch verkauft. Okay, noch 800 verkauft, sehr schön. Ja, Aguero habe ich gehabt, den... Ja, habe ich ja schon oft gesehen, ist sicherlich ein ganz cooler Stürmer, auch mit seinem 91er Dribbling, 84er Schuss. Ja, ganz ordentlich. Allerdings passt er so gar nicht in mein Team und dann muss ich den auch nicht auch zwangsläufig behalten. Also ich habe ihn jetzt einfach mal verkauft und mir dafür Toni Kroos gekauft. Und der Reus ist da auch noch abgesprungen, so dass ich es einfach mal in die nächste Partie gehen mag. So, jetzt sehen wir hier, wir haben 7 Punkte, wir müssen irgendwie in den verbleibenden 6 Spielen noch 5 Punkte haben, um in der Liga zu bleiben. Sollte doch eigentlich machbar sein. Wir wollen jetzt gleich mal versuchen, ob wir hier vielleicht schon nötige, also wichtige 3 Punkte einkassieren können. Jetzt will ich ja gerade nochmal schauen, ob ich Gustavo noch ein bisschen aufpimpe. Oh, Verträge werden langsam mau. Ich könnte jetzt natürlich hier... Abwehrbollwerk machen, dribbeln, dribbeln, Passspiel, dribbeln, dribbeln, Passspiel. Ich habe auf dem Dribbeldinger hier. Okay, dann werde ich den. Was mache ich denn jetzt da? Ja, okay, Gustavo bekommt hier mal den Abwehrboost. Und Toni, der ist ja eigentlich schon da super gut hier. Wobei, was heißt super gut? Der ist relativ langsam. Das ist so sein größtes Manko, was er hat. Der ist relativ langsam. So dass ich jetzt da auch gar nichts weiter machen kann. Jetzt wollte ich hier gerade mal Bastos, der ist glaube ich Dribbling 83, den kann ich da auch nicht wirklich im Dribbling weitermachen. Ja, weiter voranbringen. Was hatten wir hier? Martinez, Dribbling 71. Und Verfahren ist wahrscheinlich im Dribbling auch relativ gut. Eine 85. Also ich habe ja lauter Dribbelkönige. Bin selbst aber gar nicht so der Riesentribbler. Mal gucken, geht mal mit Gomez hier vorne einfach mal so ein 10er Dribbeln noch. Ja, von den Dingern habe ich ja so reichlich. Ich muss ja ein paar neue Packs besorgen. Okay, soll es mal ausreichen. Wir schauen mal, was wir für einen Gegner zugelost bekommen. Und hoffentlich ist heute die Verbindung auch ein bisschen besser als gestern. Ach, gegen Bayern München spielen wir. Er wird sich freuen hier. Moment, ich kann so spielen. Willst du Dortmund? Okay, dann spiele ich so und du so. Jawohl. Okay. Okay. SV Germ. Guck mal, jetzt haben wir bestimmt ein paar gleiche Spieler drin. Er spielt 4-5-1, einen Huntelaar vorne und ein Verfan. Also ich sehe auf die Schnelle nur einen Spieler, der gleich ist. Zwei. Martinez und Farfan. Der FCG Germ 13. Ich würde tippen, das ist ein deutscher Spieler. Hat nämlich nur Bundesligaspieler hier in der Mannschaft drin. Aber leider im linken Mittelfeld. Mal schauen. Okay, springen wir mal direkt rein. Ich werde mal nicht so nervös spielen wie gestern. Ich war irgendwie vor allem in der zweiten Halbzeit ziemlich nervös. Bleibt Müller auf der Bank. Den Groß auch. Es ist genug geredet worden vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Mal schauen, wie es so. Marco Reus. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Mancho Reus. Toni Kroos. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Diego. Was? Da freut sich der Trainer. Ja, verdammt, ich hätte den Gustavo den Dribbling-Punkt gegeben sollen, ne? Affola, ich weiß gar nicht, ist das schnell? Jetzt ein Konterdämpf. Verfangen hat er ja auch. Alter! Ach, scheiße. Also er wird ja um die Schnelligkeit meiner Spieler wissen, wenn er sie auch hat. Marco Reus. Gerade noch rechtzeitig. Das sieht gut aus. Ach, und den stolpert Gomez irgendwie ins Tor. Er hat ja irgendwie ins Tor reingestolpert. Ja, mehr schlecht als recht. Das war so ein typisches Gomez-Tor, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen. Wir haben es auf Abseits gespielt, aber irgendwie. Ah, Herr Thormann hat noch versucht zu retten, was zu retten ist. Aber da war nichts mehr zu retten. So, jetzt geht's mal. Ja. Knapp. Fast so noch einen Elfmeter bekommen. Oder? Gomez ist allein auf weiter Flur hier. Ja? Muss ich mal irgendjemanden schicken, aber wo dann nicht stehen. Reus hat ein Angebot gehabt. Und um Jefferson Fafa. Seine große Liebe, das ist der Ball. Ja. War er. Er guckt sich um, ob jemand mit Gomez. Da können Sie jetzt einen Konter draus machen. Also nein, da kommt er nicht zum Schuss. Das war Bastos, ja. Ach, schade, die Chance war gut. Wunderbar herausgespielt. Eine Rangelei um den Ball. Jetzt und kein Kopfball, schade. Er könnte chancentechnisch ein bisschen was gehen heute. Hm? So sieht ein Pass aus. Toni und Gomez haut das nicht. Nee, Reus war's. Den kann er. Ah, Reus mit dem 2:0 in der 19. Minute. Super. Hat sich gleich mal im ersten Spiel gleich mal ein Tor gemacht. Ja. Und das ist mit sehr viel Gefühl. Das ist mein M-Sturm. Intelligent gemacht. Mario. Ins untere Eck geschlätzt. So, jetzt wird nach außen. Pass geht raus. Jetzt soll es über die Außen gehen. Das hat er stark gemacht. Bastos. Das muss. Ach scheiße, jetzt habe ich einen Freischuss bekommen, das habe ich sonst so gar nicht gesehen. Jetzt gibt's hier die lustigen Holzhackerwurm. Und das Tempo soll hochgehalten werden. Hünteler. Jetzt beeilt euch mal. Vorbei, der Konter. Was willst du machen? Und schon kriegt er den Ball. Ein bisschen über rechts zu spielen. Es läuft ganz gut, sodass ich eigentlich gar nicht so nervös sein müsste. Wenn ich jetzt bin. Ein sehr schöner Pass. Ach, da ein Ball, zwei Spieler, der kriegt ihn. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Schicken wir mal hier. Außen. Klasse. Ach, da schmeißt sich Gomez rein. Diese aber Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Ist gut, wollte ich sagen. Jetzt muss ich mal kurz rausklappen. Mal einen Reus laufen lassen, dann Bastos. Marco Reus. Groß. Jetzt läuft der Ball gut, sie kombinieren hervorragend. Ein wunderschönes Zuspiel. Jawohl, abgefangen. Gomez kann den Ball nicht kontrollieren hier. Und nun Jefferson Fafa. Oh, und das schon ist fast der gegnerische Angriff unterbunden. Und jetzt starten sie ihren Konter. Ah! Oh. Hat
Huntelaar war das, glaube ich, immer ein Schuss. Ja, das muss ein Tor sein. Das ist bis dahin perfekt gespielt. Dann musst du kaltschnäuzig abschließen. Ja, exzellente Situation. Wer sich da durchsetzt, aber ganz, ganz knapp, haarscharf geht das Ding vorbei. So, Bastos. Aber... Was kann er da denn dann passen? Und hier? Und das macht er richtig gut. Gut abgefangen hat er da den Ball. Okay. Das war es gerade mal. Subotic. Wollte ich nicht so machen, vielleicht den Ball weiterspielen. Marco Reus. Bastos, ich glaube, der ist schneller als. Stark gemacht. Fafana, der war aus. Die Abwehr steht goldrichtig. Knapp, aber. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Klasse, wie er den reingemacht hat. Fafana ist kein Kopfballspiel, oder? Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. So, IF, Danzel. Ein Traumpass. Er wackelt leicht. Na, okay, den muss er. Ich wusste, den muss er haben, den lockeren Schuss da. Aber das Ding hat eine kleine Schwäche. Wobei hat er gesehen, dass er ins Ausgehen ist. Gomez allein vom Tormann, ja. Den muss er reinmachen, den muss er reinmachen. Mario Gomez. In der 45. mit dem Platz. Ja, da hat er den Ball bekommen und den war eigentlich. Wenn den nicht gemacht hätte, hätte er die Gomez. Ganz schön. Es ist ihm völlig schnuppe, ob da die Verteidigung dran ist. Setzt sich durch. Und die Idee steht da hinten sicher wie ein Fels in der Brandung. Einwurf. Oh, das war ein schlechter Pass, oder? Die Situation hat er genau so richtig eingeschätzt. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Scheiße. Ja, Rolf mit einem schlechten Lupferversuch. Da war er. Hätte ich mehr im Lauf machen müssen, wa? Na, Gomez, Rolf, Gomez. Mein Sturm hat gestochen, würde ich sagen. Wenn zu einem Fußballspiel Spannung gehört, mein Sturm hat gestochen, dann ist das jetzt keins mehr. Ist sich gleich mal bewährt, also hier ein bisschen auszutauschen. Ich bin mir noch sicher, Manni, aber das ist ja okay, da war ein bisschen was da. Wenn es noch groß ein Tor macht, dann bin ich völlig zufrieden. Hat sich nochmal eine ganze Investition hier gelohnt. Naja, warten wir mal. Gehen wir gleich weiter. Warten auf Gegner. Pinkelpause. Da muss er sich jetzt mal was überlegen. Also, mit meiner Dreierabwehrkette, mit der bin ich relativ zufrieden. Die sind nicht die schnellsten. Bei der Heimmannschaft, die müssen doch hier auf dem Feld. Für Huntelaar. It's time for a change. Wechselzeit. Lewandowski. Und der kommt genau an. Bisschen versuchen hier. Sieht gut aus. Gomez. Nee, da war er. Da war er. Schuss. Da war er, Toni. Hat er sich gleich mal hier. Ja, muss man ganz deutlich so auf den Punkt bringen. Ich weiß auch nicht, ob man aus diesem Loch, das er sich da gegraben hat, heute noch rauskommt. Toni, damit er auch nochmal. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Toni Kroos. Ja, so kann es weitergehen. Na, schade. Was war jetzt? Ja, ach, das abseits. War abseits. Okay. Lewandowski. Nee, komm, Lewandowski. Den habe ich noch auf der Bank sitzen, Lewandowski. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Jetzt machen wir wieder ein bisschen was für den Ballbesitz. Ich möchte ihn jetzt nicht so im Grund und Boden spielen. Wow. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Ja, vielleicht macht er auch Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Subotic war das, ja? Nee, oder doch? Sicher in der Ballbehandlung. Situation war kein Foul, ne? Geklärt. Okay, natürlich ein Foul. Marco Reus. Da freut sich der Trainer. Jetzt sieht er ab. Mal schießen hier.
Martinez? So Nee, Toni war es nicht. Ah, der war ein bisschen zu mittig. Okay. Er kann es. Passt das hier mit dem Ball. So, nochmal in aller Ruhe den Ball hingelegt. Wenn man da in die Augen schaut, da hat er schon ein bisschen Angst gehabt. Ach, aber schlecht, im Endeffekt ist es gut. Oh, da war keiner von ihm. Das ist ja auch keiner mehr von mir. Probieren wir mal ein bisschen was hier für ein sehr schöner Pass. Oh, es pfeift der Foul, da hat sich ein Gomez ein bisschen zu rustikal. Gerade noch rechtzeitig geklärt. So. Ich kann nicht so viele Tricks, das ist so ein bisschen mein Manko hier. Ein wunderschönes vorhin schon mal gesagt, den Satz. So, ich versuche da ein bisschen was über Lewandowski, aber Lewandowski. Der kommt ja nicht durch gegen meine Abwehr. Und das macht er richtig gut. Jetzt vielleicht Lewandowski. Ist er eigentlich relativ fix auf dem Bein hier, Lewandowski. Luis Gustavo. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Ah! Jetzt hätte ich natürlich querlegen können auf Reus, wollte ich jetzt aber in dem Moment legt nicht. Sich den Ball zum Eckstoß bereit. Warum? Lewandowski. Na, er hätte früher spielen müssen hier in dem Fall. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen ja, Abwehraktionen. Naja. Okay, jetzt probieren wir mal was. Ich kann keine anderen Tricks. Muss mal ein bisschen. Ich habe mir mal überlegt, ich werde vielleicht mal das nächste Spiel hier mit einer anderen Mannschaft machen. Ich habe ja noch ein paar andere Teams. Ich habe mir so ein paar Nationalmannschaften aufgebaut. Ich habe hier ein paar US-Boys und ich habe eine ungarische Mannschaft. Erstmal eine Flanke hier, wa? Über außen. Reus! Nee. Das wäre was gewesen. Shaqiri-mäßig Reus mit einem Kopfballtor. Lewandowski. Ja, es wäre durchgehen, ne? Aber nicht mit Subotic. Der kennt den Mann aus dem FF. Und nun Jefferson Fafa. Und der kommt genau an. Ach, das wird ganz gefährlich. Achtung! Da habe ich ein Dribbling zu viel. Gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Das sieht Fafa, gut aus. Ne? Wumms! Ja, das war Toni. Ja, das war jetzt nicht gut herausgespielt. Er hätte Verfahren eigentlich machen müssen. Den hier schon. Ja. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler. Hier deutlich zu erkennen. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Gibt mir vielleicht ein bisschen Zeit oder was. Warum haben die in Dortmund geguckt? Das packen die anderen nicht mehr. Er spielt mit dem Bayern-Wappen und mit dem Dortmund. Das ist Bescheid, schätze ich. Fahren jetzt aber, hä? Huh? Er schießt immer die kurze Ecke, das hat er im letzten Spiel auch schon gemacht. Er bereitet sich auf diesen Standard vor. Was ist? Guck mal, da muss doch mal eine gute Ecke kommen. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. Oh, jetzt vielleicht mal. Wer ist denn da hinten? Oh, aber jetzt. Der kann man Thomann raus. Jetzt ist er ganz frei. Ah, den verzieht er. Da ist Testegen noch ein paar Schritte rausgekommen. Aber ich glaube, da wäre der Torwart gar nicht mehr angekommen. Ah, das ist exzellent gemacht hier. Also wunderbar bis auf den Abschluss. Aber knapp war es. Ach, Abschluss. Habe ich gedacht, Foul oder Abschluss. So, probieren wir mal ein bisschen was zu spielen hier. Ja, so kann es weitergehen. Reus. Ah, komm mir entgegen, Mann. Ganz sicher hat er das gemacht. So, aber nicht mit meinem IF-Danzen. Sicher in der Ballbehandlung. Ah. Jetzt spielt sie doch nach vorne. Er versucht den Ball abzugrätschen. Ja, meine Abwehr steht heute. Also die Dreier Innenverteidigung da mit DD, Subotic. Da freut sich der Trainer. Und Dante, die hat sich da wirklich bewährt. Schlechter Schuss. Schwacher Schuss vor allem hier bei dir. Macher frei. So schade, sieht wieder ein Pass aus.
Diego, den habe ich, den hatte ich am Anfang auch. Der sitzt ja mittlerweile nur auf der Bank, weil Toni den Job eigentlich macht. Toni Kroos. Und hat dann da eine Innenverteidigung? Wie wird das? Ich habe nicht aufgepasst. Vielleicht kann man nachschauen, wenn er, wenn er der Innenverteidiger. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt wird es brenzlig. Ja, da hat er die Idee und Ter Stegen ja, gut zusammengearbeitet. Der Typ hat 1000 Hände. Unfassbar. Ach, da hoch soll er. Danke. Marco Reus. Ja, das war wohl ein Foul, oder? Ne, das Spiel ist aus. Jetzt kommt keine Verbesserung. Das Spiel ist aus und ich gewinne 15-0. Gomez, Reus, Gomez, los. Ein großes Spiel, würde ich sagen. War schön, war schön, war schön, war schön. Oh, Reus mit 9,8 hat sich doch mal vielleicht jährlich hier eingeführt. Das Ergebnis. Meine Innenverteidigung hat sich auch ganz gute Noten verdient hier, hat sich bewährt. Auch der Toni Kroos nicht mehr. Wie viel habe ich denn bezahlt? 120.000, glaube ich. Mit einer 9,7. Ordentlich, verfand, besser als Bastos. Ja, im linken Mittelfeld. Das ist, also wenn ich irgendwo eine Schwachstelle sehen würde, dann ist es das linke Mittelfeld. Aber die einzige Alternative, die mir da jetzt weiterhelfen würde, wäre Ribéry. Also, da im linken Mittelfeld. Ich könnte natürlich den Reus fürs linke Mittelfeld nochmal besorgen. Und dafür einen anderen Stürmer oben reinstellen. Das wäre noch eine Option. Vielleicht fällt euch ja noch was ein, keine Ahnung. Ter Stegen mal zu 0 gespielt. Jawohl, Reus mit einer Moral von 9 plus. Fitness alles ein bisschen aufgebraucht. Ja, ich bin überlegen, habe ich vorhin schon gesagt, ob ich mal im nächsten Spiel jetzt mit einer anderen Mannschaft spielen werde. Einfach mal so testweise. Ordentlich Münzen eingesahnt. Abgesahnt, hier einen voll gemacht, einmal Absatz gestanden. Ja, ganz ordentlich, ganz ordentlich. Und mal ein paar Höhepunkte angucken. Nee, wo mal hingucken. Entschuldigung, ich wollte aber gerade noch mal schauen, Spielerbewertung, wen er in der Abwehr stehen hatte hier. Und zwar, ach so, Boateng, Badstube. Nee, das sind für mich jetzt keine Alternativen. Zu langsam. Und, also wenn ich einen linken Verteidiger hätte, dann wäre es auch Alaba. Habe ich aber in meiner 3-5-2-Formation ja nicht. Insofern, ja, prima. Jetzt fehlen uns noch 2 Punkte zum Klassenerhalt und die sollten wir doch eigentlich da mal schaffen in der nächsten Runde. In der nächsten Partie. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann seid ihr auch hoffentlich wieder bei der nächsten Folge dabei, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.